Hans Braun, kannst du schnell sagen, was sind die wichtigsten positiven Eigenschaften, die Adi hier vererbt? Jetzt? Also es ist ganz sicher ein Swiss Flag Fish, der ganz klar im Zweinutzungstyp ist. Also neben dem, was die Töchter gute Leistungen haben, sind vor allem auch die Ochsen in der Weidemast, die sie sehr gut abschließen. Und was sicher ganz speziell ist, als seine Vorfahren, vor allem die Mutter ist 16 Jahre alt geworden und hat in der letzten Laktation nicht einmal 100'000 Zellzahlen gehabt. Also sie hat 87'000 Lebensleistung gehabt und eben dazu immer Milch ohne Antibiotika-Einsatz und ohne Kraftfutter, die man gut können vermarkten konnte. Langlebig und robust, kann man sagen. Ja. Wie ist mit Milchleistung? Kann man noch etwas vererben? Oder ist das, Also auf der Milchleistung her sehen die Töchter, die ich hier immer habe, sieht sehr gut aus. Also wir wollen eigentlich in der ersten Laktation gar nicht zu viel. Aber dass sie sich nachher gut entwickeln und ab der vierten Laktation nachher aus dem Vollen schöpfen und so bringen sie nachher auch einen Lebensleistungsstand von 50'000 Kilo. Super, ich danke dir vielmals, Hans. Merci. Ich will noch schnell die Töchter anschauen. Da. Warte, sonst kann ich dir schnell aufjagen. Nein, das geht schon. Jetzt geht es ein bisschen am Liegen. Mittagspause.